Moin Leute, jetzt geht's hier gleich los mit dem Unboxing meines neuen LCD-TVs hier. Sony Bravia XE80 43 Zoll. Ja, mal schauen, wie das Ding so ist und erstmal gleich gucken, was da alles in der Verpackung ist. Erstmal Schlabberklamotten angezogen und jetzt, so wie man es jetzt sieht, hier Base unboxen. Anders kann ich es nicht, weil alleine ist es immer ein bisschen schwierig. Dementsprechend sieht es so aus. Schon mal Privatgemächern. Ja, und jetzt geht's direkt los. Ich weiß nicht, ob es noch so ist wie früher. Früher wurde immer gesagt, nach dem Transport eines LCD-TVs sollte man den so ungefähr eine Stunde ruhen lassen, weil LCD heißt ja Liquid Crystal Display. Das heißt, eventuelle Fehler und so und Pixelfehler sollen dadurch vermieden werden. Dementsprechend habe ich den jetzt auch erstmal länger stehen lassen. So, aber jetzt erstmal auspacken. So, gehen wir mal hin. So. So, haben wir schon mal auf. Wie gesagt, ne, lasst es auf jeden Fall mit DHL liefern, nicht mit Hermes. Hermes hatte die erste Lieferung verschlampt, der Fernseher kam nicht. Da mussten wir erstmal mit Amazon auseinandersetzen. So, hier haben wir schon mal eine schöne Beschreibung. Mit Batterien für die Fernbedienung und einem Kabelbinder. Dann fängt das schon mal an. So. Nicht alles on top hier, ne? Also macht den auch so rum auf. So, das ist das Netzteil. Hier ist der Netzstecker, hier ist das Netzteil. Und das Gute weiß ich gar nicht. So, hier reingesteckt, da zack, zack, fertig. Hier erstmal hin. So, gucken wir mal hier erstmal. Hier sind noch Schrauben, wahrscheinlich für den Fuß. Mal gucken, wie ich das mal festmache dann. Hier ist die Fernbedienung. So sieht sie aus. Netflix schon direkt drauf. Google Play. Ja, hier kann man auch mit Stimmeingaben machen. Also kann man hier drücken und sagen, hier Fernseher aus oder so. Das werde ich alles noch ausprobieren. Das ist aber alles separat in einem anderen Video. Das hier erstmal nur das Unboxing. So, natürlich alles gut wegpacken. Nachher muss das Ding wieder zurückschicken, weil es kaputt ist oder so. Aber nicht so rumreißen. So, das ist schon mal der Fuß. Das ist der Fuß. Oder eine Seite. Der ganze Fuß. Das ist nicht der ganze Fuß, oder? Das ist, glaube ich, nur. Oder das ist der ganze Fuß? Warte mal. Ich glaube, das ist der ganze Fuß. Weiß nicht genau. Ja, das ist der ganze Fuß. So, schöner Fuß. So, und hier ist das Display. Mal gucken. Ja, ist gar nicht so einfach. Gar nicht so einfach. Ich will ja auch nichts kaputt machen, ne? So, die Füße hier so ran. Auf der einen Seite. Ach, hier hinten. Und immer schön vorsichtig. Ja, das ist das Display. Das Display aus. So, von vorne, kurz von der Seite hier, von hinten. Eigentlich ganz schön dünn. Ganz schön dünn vor allem. Haha. Ja. Und jetzt mal gucken, wie ich das da raufkriege. Und hier ist eine Festschraube. Kann man das einfach hier so aufstellen oder was?
Bin mir nicht sicher. Das muss ich mir gleich nochmal angucken, alles. Das machen wir aber gleich. Ich muss mal eben kurz pausieren und mal eben. Wow. Das ist jetzt auch noch hier, da fällt alles um. So, dann machen wir da erstmal kurz pausieren und bis gleich. So, jetzt mache ich hier mal weiter. Also den Fuß werde ich jetzt eben anders anbauen, weil ich zeige es jetzt mal eben kurz. Hier ist das Display, da hinten sind die Dinger dran. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Ich lege den Fernseher jetzt hier aufs Bett bei mir. Weiche Unterlage natürlich. Sonst funktioniert das vielleicht nicht so richtig. Und hier unten sind so Führungen für den Fuß, weil der kommt nämlich, wie kommt der denn? So kommt der ran. Da so rein. Hier sind so Führungen. Natürlich muss man genau gucken, was man macht, ne? Sonst nicht so gut. So. So, da braucht man natürlich noch einen Schraubendreher für die Schrauben. So, aber das muss man jetzt erstmal mit Schrauben in den Schrauben hier machen. Sonst hält das nicht. So. Ist das eine Aufregung? So, vier Schrauben, vier Löcher. Schwarze Schrauben, so. Nein. So, Kreuzschlitz und schon geht's los. Erstmal nur einen fest. So. Also man kann es nur in eine Richtung fest machen, also man kann nicht falsch schon den Fuß dran setzen, das ist eigentlich ganz okay. So, und hier müssen wir mal gucken hier. Erstmal eine für festigen, damit das der Fuß erstmal hält, ne? So. Und auf der anderen Seite auch. Ja, nicht ganz so fest, ne? Brauche ich ja nicht, weil der Fernseher ist mit seinem Gewicht ja auf dem Fuß drauf. Dementsprechend brauchen wir auch nicht ganz so viel Gewicht. Nicht ganz so viel Anzugskraft bei den Schrauben. Also nicht super mega festziehen, sondern handfest. Das reicht schon. So, jetzt ist der Fuß schon fest. Und jetzt kann man ihn mal aufstellen. So. Dann drehe ich das mal eben. Mein Handy. So sieht er aus, so steht er. So, drehen wir nochmal eben um. Um zu gucken, wo denn hier die Anschlüsse sind. Also hier haben wir An- und Aus-Knopf, sieht man das? Weiß ich nicht. So. Hier haben wir irgendwie An- und Ausknopf und irgendwie noch eine Wähltaste hier. Hier ist auch gleichzeitig Kabelführung im Fuß. Hier kann man das Kabel reinmachen hier. Also hier so runterführen und dann Kabel reinmachen. Ich weiß gerade nicht. Hier sind die Anschlüsse. Hier ist HDMI optisch. Hier ist auch noch ganz viel Kram. USB-Anschlüsse sind hier alles. USB-Anschlüsse, ich weiß, jetzt sieht man das besser, wenn ich so mache. So. Also hier ist HDMI 3, 2 und 3, USB 3.0, 2 USB 2.0. Hier ist ein Anschluss für die Antenne, hier für SAT, hier für Antenne. Hier ist noch LAN-Anschluss, hier ist, na, ich muss wieder drehen. So, hier ist hier. HDMI-In steht hier. Hier kann man auch noch viele Sachen machen, was das genau bedeutet, weiß ich nicht. Hier ist auch noch ein CI-Modul-Eingang hier anscheinend. Und hier sind noch Cinch-Anschlüsse hier. Rechts, links, etc. Ja, aber da werde ich mir noch alles genau angucken und ja, alles andere in der Beschreibung. Das war jetzt das Unboxing. Das hat ein bisschen gefallen. Aber anders ist es gerade nicht möglich. Danke fürs Zusehen und reingehauen. Tschüss.